Oh, da oben ist er. Kommt er jetzt wieder runter oder? Jetzt kommt er wieder runter. Komm, der soll jetzt einfach sterben. Ja, gut, jetzt ist er tot. Sehr schön. Brute Splice. Ah, ja, und ich habe natürlich. Ich wusste schon, dass da hinter mir welche sind, aber ich war natürlich wieder zu gierig und wollte gleich liefen. Ja. So. Pech gehabt. Ja, so Antipersonen-Munition ist in dem Fall schon ganz gut, ne? Puh, ja, der Dicke, der war jetzt schon ein bisschen gefährlicher. So. Und das Ding, das haben wir schon gelootet. Da einmal kurz ein bisschen draufklopfen. Danke. Danke für den Verbandskasten. So. Schalte, glaube ich, wieder um. Ah, da, das ist einer zum... Ja, ich weiß. Was ist denn das? Prentice Mill. Das Ende der Linie. Das war's. Es ist zu Ende. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen. Hab mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Aber dann bittet er mich, meine eigenen Cash-Reserven den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Bettisphere, diese Scheißfirma, mich aufkaufen. Die wollen alle Strecken stilllegen. Ich habe keine Familie und keine Zeit für Freundschaften. Ich bin der Atlantic Express. Und hier ist Endstation für mich. So, gut, da vorne ist wieder der Typ zum Ernten, also der Charakter zum Adam sammeln. Deshalb werden wir hier ein paar Fallnieten platzieren. Ja, verteilen, wollte ich eigentlich sagen. So, und dann schalten wir hier wieder um auf die normalen Nieten und dann bitte einmal kurz Adam sammeln. Mach, Kleiner. Das Monster hat uns ein weiteres unserer Kinder geraubt. Es will es uns wegnehmen, wie damals Eleanor. Nee, nee. Zeig diesem Ding, was dem Dämon blüht, wenn er unseren Garten betritt. Oh, hi. Da ist ja schon einer. Da muss jetzt nicht so schreien. Wieso schreit ihr alle so? Freunde, ich mein's doch nicht so. So. Wo seid ihr alle? Ah, da ist einer. Hallo. Tschüss. Na? Kommen eh alle von hier irgendwie. Wie langweilig. Ach, da oben ist auch noch einer. Guck mal. Kleine. Genau, beeil dich ein bisschen. So. Da ist noch einer. Wow. Wo? Alter. Von wo? Was war das jetzt? Wo kam der Schuss jetzt? Ach, da oben. Ach, ey. Oh, sie wäre schon fertig. Komm mit wieder. Kleine. Ja. So, gut. Schnell hier kurz ein bisschen alles einsammeln. Kurz die Nieten mitnehmen. So, sehr schön. Ich glaube, ich bringe die jetzt gleich mal zurück, die Kleine. Damit wir das Thema abgeschlossen haben. So, Nieten mit. Und das ist, ja, ist nicht so schön. Hier der kaputte Zug. Aber wir nehmen die Nieten alle mit. So, und irgendwie habe ich ja, apropos Nieten, ich habe ein bisschen wenig Nieten immer noch. Deshalb kommen wir schalten. Wir könnten auch eigentlich auch mal wieder mit dem Bohrer ein bisschen arbeiten. So, komm, jetzt werfen wir die da gleich mal. Oh. Achso, das war eh hier das Kästchen. So, werfen die da gleich mal da rein. Und viel Spaß. Tschüss. Oh. Nee, ich lass sie schon rein, oder? Ja. Danke. Jetzt dachte ich schon, ich habe die jetzt ausgebeutet. Viel Spaß. Komm, ich helf dir. Hopp. Und hopp. Ja. Gefällt dir der Lüftungsschacht, ne? Oh, da ist ja noch so ein Typ. Hi. Hallo, Freund. Dachte mir schon, was rumpelt denn hier so? Gut, okay.
Ja, haben wir das auch. Jetzt hätten wir ein bisschen ADEM, hätten wir jetzt wieder. Wir vielleicht gucken nächstes Mal beim ADEM-Automat, falls wir da vorbeikommen, dass wir ein paar Sachen kaufen. Aber jetzt erstmal hier ein bisschen umsehen. Also da ist eh nur die Vita-Chamber. Kommen wir da nicht rein? Da müssen wir doch auch irgendwie reinkommen, oder? Eher nicht. Oder komm, kann ich das nicht? Nö, kann ich nicht runterschießen. Okay. Ich hab's nicht geglaubt, aber naja. Dann bleiben wir mal bei der da. Oh, guck mal, da ist auch noch ein Kuchen mit Cremefüllung. So, ich gehe jetzt nicht an den Automaten. Ich könnte mal wieder speichern. Speichern? Ganz schnell speichern. So. Was haben wir da jetzt? Klinikcode im Fishbowl. Was haben die erwartet? Die lagern hier in der Klinik genug Drogen, um einen Rhinoceros hochzuspleißen. Natürlich rennen ihnen die armen Teufel vom Pauper's Drop die Tür ein. Mein Job ist es, mir einen neuen Code auszudenken, damit die nicht reinkommen. Und zwar ungefähr jeden zweiten Tag mittlerweile. Naja, ich werde im Fishbowl Diner drüber nachdenken. Im Fishbowl Diner denkt er drüber nach. 0047. Ja, haben wir wahrscheinlich irgendwo mal gesehen. 47. Ich glaube das einfach mal, ne? Ja, haben wir im Fishbowl Diner wahrscheinlich schon gesehen. Weiß zwar nicht mehr genau wann, aber... Shoot on sight. Auf Sicht schießen. Ja. So, gut. Da schon sehr schön gemacht. Nehmen wir auch mit. Wow. Was ist mit dir los? Schmeißt der einfach hier so ein brennendes... Oh, nein, stopp. So, war dann die Kamera. So, toll, jetzt haben wir zu viel. Komm, Alkohol trinken wir natürlich, was auch klar ist. Da, wo geht's da hin? Oh, da... Wow, das... Ich höre lachende Kinder. Ich habe Angst, wenn ich... Ich habe Angst, wenn ich lachende Kinder höre. Aber... Wir gehen mal darüber. 00 Schrot, okay. Ach, da unten. Ach, da ist ja wirklich. Da ist er. Schießt da noch eine. Da ist ja wirklich noch eine. Ist da... Moment. Ach, hier ist noch eine. Okay, na gut. Dann werden wir die Kleine da mal mitnehmen. Hi. Schön, dass du da bist. Moment, ich würde aber sagen, ich hacke das eine Ding da drüben. Ah ja, jetzt, okay. So. Gut, dann muss ich da wohl doch den Typen hier kaputt machen. Aber das Ding gehört jetzt mir, das ist schön. Wo sind wir da jetzt? Genau, jetzt sind wir hier. Ach, jetzt können wir da rein, okay. Aber ist das... Ich, boah, das ist schon wieder alles... Ich muss die Kleine ja sammeln. Das ist schon wieder alles so verwirrend hier. Zack. Oh, Forschungskamera. Sehr schön. Ah, du hast die Forschungskamera erhalten. Drücke links, während du dich auf einen Gegner konzentrierst, um deine Forschungssitzung zu beginnen. Das ist schön. Dieses Ding ist ein wahres Technicolor-Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Wir üben das mal kurz, ja? Erforsche Splicer mit der Forschungskamera. Oh, ich hab... 00 Schrot. Okay, bin ich voll, oder was? Ah, okay. Ruhig jetzt. Der Kerl scheint dich nicht bemerkt zu haben. Starte die Kamera, nimm ihn auf. Und dann beschieß ihn mit allem, was geht. Plasmide, Feuerwaffen, alles, was du hast. Okay. Oh. Was war das? Okay, ich glaube, wir haben irgendwas bekommen. Das habe ich leider zu schnell... Gehe zum Sinclair Deluxe Hotel. Das habe ich jetzt leider zu schnell weggedrückt. Aber gut, ich habe hier was bekommen. Ja, Gott sei Dank sind wir da jetzt rein, weil das wäre jetzt schade, wenn wir das die Kamera verpasst hätten. So. Alter. Was glaubst du, wer du bist? Hm? Wahr sein. So. Gut, wo ist jetzt der Dicke und die Little Sister hin?
Hm? Die bräuchte ich jetzt eigentlich. Ah, gut, keine Ahnung, wo die wieder hingelaufen sind. Gucken wir nochmal da hoch, weil da haben wir auch noch einiges verpasst, hätte ich gesagt. Vielleicht sind die ja da. Oh! Moment, ich muss eigentlich... Ich muss mir angewöhnen, die vorher zu fotografieren, ja? So, komm, wir nehmen mal kurz den Verbandskasten und holen uns hier wieder einen raus. So, waren wir da schon? Nö, da waren wir noch nicht. Gehen wir da hin. So, Leiche tot, okay. Los, Banditos! Ah, Power to the People, sehr schön. Ich liebe es. Waffen-Upgrade. So, wir nehmen Hitze-Upgrade für Nietenpistole. Ah, kann Lebewesen bei wiederholtem Beschuss in Brand setzen. Ja, komm, ist egal. Oder nee, machen wir erhöhte MG-Schaden. Das ist ja gut. Sehr schön. So. Gut. Wo geht's jetzt dahin? Moment, warte mal kurz. So. Nein, mit dem Rechtding brauche ich nicht draufhauen. So, nochmal. Jetzt habe ich wieder irgendeinen Bonus bekommen, den ich leider... Ich drücke den immer so schnell weg, weil wenn ich gerade in Action bin, lese ich natürlich oder sehe ich das nicht, wenn ich hier einen Bonus bekomme. Das ist ein bisschen doof gelöst. Was ist das hier jetzt? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Im Büro des Vorstandsprofessors, ja wahrscheinlich. Kamera versetzt, so. Ein weiterer Tag, ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach. Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung und schon rollt der Rubel. Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera im Kingporn Lighthouse versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. Tja, das ist immer doof. So, ein neues Tonikum, das ist schön, aber da müssen wir jetzt leider zuerst kurz speichern, weil ihr wisst ja, die GUI der Automaten, ja. Eieieiei. So. Schotten Alarms. Du hast nicht genügend Tonikum-Slots. Du wirst dein Tonikum speichern oder ersetzen müssen. Eingelagerte Tonika können an einer Genbank wieder zum Ausrüsten hinzugefügt werden. Du kannst zusätzliche Tonika-Slots mit Adam in einen Gaffer's Garden kaufen. Neues Tonikum. Schotten Alarms. Was klingt unheilvoller als das Geräusch eines Sicherheitsalarms? Mit Schotten Alarms hast du schneller wieder deine Ruhe. Ja, dann in Gendatenbank klicken. Danke. In Genbank. Nicht Datenbank. In Genbank. So. Gut, wo geht's da weiter? Oh, da geht's. Ah, da ist ein Verbandskasten zwischendrin. Gut, nehmen wir mit. Oh! Da, Moment, kurz. Da, nochmal. Ich find's immer so witzig, dass irgendwie immer random irgendwelche Sachen da ausgewählt werden. Genau, nämlich jetzt hier der da. So. Zack. Das mit dem Sammeln, das ist mir echt ein bisschen zu... Oh, hi. War eigentlich fast klar, ja. Noch ein Tonband. Vorbereitungen. Eleanor, Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg. Aber, Eleanor. Wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Oh, wie schön. Manchmal schwelge ich in Erinnerungen. Wer schwelgt manchmal in Erinnerungen? Ach, überall liegt so viel tolles Zeug rum. Oh, panzerbrechende Kugeln, cool. Ach, und jetzt sind wir da, okay. So. Stimmt, da sind wir ja vorher runtergesprungen. So, dann gucken wir noch darüber. Da waren wir noch nicht. So viele Geräusche. Und ich habe nur eine Kamera. Ah, schon wieder ein Tonband. Autsch. Alter. Dr. Lam? Sophia. Ich kam hier runter, um zu singen und eine Familie zu gründen. Aber ich passe einfach nicht zu diesen Leuten hier. Sehen Sie sich an. Sie passen hierher. Oh, ein Safe. Das ist ja schön. Komm, den hacken wir natürlich schnell. Bitte hacken. So, den haben wir ja gut hinbekommen. Wie viel war denn das jetzt bitte? Wow.
So, schön. Was ist denn da los? Was war denn da los, wollte ich eigentlich sagen. So, gut, haben wir mitgenommen. So, jetzt glaube ich, haben wir hier so... Du bist tot, schrei nicht so lange. Oh, da drüben ist ja jemand. Haben wir da jetzt eigentlich auch wieder Film? Ah, dieses Switch manchmal ist echt... Habe ich da keine... Warum switcht der so komisch immer? Ich verstehe das nicht. Das ist mit dem Mausrad switchen, das ist echt manchmal seltsam. Ja, Cloud lernt da spielen. Wow. Wer zum Henker ist, das frage ich mich auch gerade. Ach, da unten ist auch noch jemand. Okay. Moment. So. Kurz bitte stillhalten. Mach's für mich. Ist vielleicht nicht so klug, hier mit der MG von oben runter zu schießen, aber hey. Ach, der gehört ja noch mir, der. Das ist ja schön. So, okay, gut. Ich glaube, wir haben hier so ziemlich alles mitgenommen. Es ist nur die Frage, irgendwo läuft da noch so ein Big Daddy rum. Irgendwo läuft da noch so ein Big Daddy rum. Kurz speichern. So, zack. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt auch gleich wieder so ein paar Plasmid-Slots da oben. Waren hier. So, komm, andere Waffe, weil die ist schon wieder fast leer. Nehmen wir die da. Ach, da ist er. Ist das der Richtige? Nee, das ist der ohne Kleiner. Ja, den töten wir nicht. Ach, da ist schon wieder eine Regespawn. Na toll. So. Einmal Gen-Upgrades kaufen. So, Gesundheits-Upgrade. Plasmid-Slot. Gentoniker-Slot. Gentoniker-Slotte bräuchten wir eigentlich. Ja, komm, hau mal rein. So, noch einer. Passt. Noch einer. Passt. So, damit wir ein paar haben. Und Gesundheits-Upgrade und Eve-Upgrade holen wir jetzt auch noch. So, sehr schön. Das ging sogar ohne Abschwimmen. Ich bin begeistert. So, kurz speichern. Ihr wisst ja warum. So. Hi. Schön, dass du da bist. So, nee, komm, den da oben, den lassen wir jetzt mal. Irgendwo muss noch so ein Big Daddy mit einer Little Sister herumlaufen. Ja, ist egal. Lass mich zuerst, Mr. Bubbles. Ach, da kommt wieder. Ach, der holt die da jetzt. Ich höre die Engel. Guck mal. Schwere Nieten. Ja, komm. Komm, Mr. B, wir verpassen sonst was. Ja. Weiß, jetzt bin ich nicht gut vorbereitet, ja. Wow, das war etwas knapp. Ich glaube, ich sollte jetzt vielleicht kurz abhauen, ja. Wir könnten ein Foto machen. Komm her. Der ist böse. Ich bin noch nicht böse. So, einmal kurz Foto. Und hier, nee, Antipersonen. Panzerbrechende Munition. Sehr gut. Autsch. Ja, gerade ein Schlag vorher. Verdammt. Ja, Big Daddy's Forschungsbonus. Erhöhter Schaden plus Big Daddy anfällig für panzerbrechende Kugeln. Das weiß ich, danke. Darum habe ich die jetzt rausgehauen, als wären es Bonbons. So. Ach komm, jetzt tu nicht so schlimm. Komm, ich adoptiere dich. Ja, du bist meine neue kleine Little Sister. Oh, was für eine Freude. So, wo geht... Adam, Daddy, da drüben. Wo gibt's Adam? Ich folge der Adam-Spur. Oh, da ist ja noch einer. Gut, da rein. Ich hab da was gehört. Hm. Ach, wieso respawnen die eigentlich alle hier? Hör auf so zu schreien. Hier in der Nähe, oder? Riechst du das, Adam, Daddy? Nein, ich rieche es nicht, aber ich weiß ja, dass du es riechst und deshalb folge ich deiner Spur, Kleine. Tja. Oh, ich habe schon wieder keine Kugel mehr, sehe ich gerade. Ach da, ja, das ist schön. Natürlich genau hier oben. Moment, dann werden wir kurz hier ein paar Fallenbolzen wieder platzieren. So. Gut. So. Gut.
So, einmal die Nieten aufgeladen. Dann haben wir, ja, so viele Sachen haben wir ja gar nicht. So, ich speichere kurz. Nicht jetzt, weil ich Angst habe, sondern ihr wisst schon, warum. Ja, ich muss es immer wieder dazu sagen. Es ist nicht, weil ich glaube, dass ich sterbe, sondern einfach, weil ich bitte Adam sammeln. Danke.